Hallo, liebe App-Gefahrenleser. Wir sind in Alone. Das ist ein neuer Endless Runner. Der stammt von den Entwicklern, die letztes Jahr Puck in den App Store gebracht haben. Und ist leicht erklärt. Man fliegt in einer kleinen Raumkapsel durch die Gegend, steuert nach oben und unten und darf keine Wände treffen, hier oben und unten, so wie wir es jetzt gemacht haben. Bei den ganzen Felsbrocken, die durch die Gegend fliegen, gibt es Unterschiede. Die kleinen Felsbrocken ziehen einen Energiepunkt von unserem Schild ab. Und wenn wir kein Schild haben und dann auf ein großes Hindernis treffen, dann ist die Runde ebenfalls vorbei. Wie ihr seht, geht es hier geschwindigkeitstechnisch ganz schön zur Sache. Das Spiel läuft auch unter Testgeräten, in dem Fall ein iPad Mini und ein iPhone 5S, absolut flüssig. Es macht wirklich Spaß und manchmal weiß man gar nicht, wo man gescheitert ist. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Soundeffekte sind klasse, man hört wirklich das Rauschen der Triebwerke, wenn man irgendwo vorstößt gegen Hindernisse, es knallt richtig, es gibt Blitze, Soundeffekte, wirklich klasse gemacht, also das gefällt uns sehr gut und man hat nicht die ganze Zeit diesen, möchtest du noch eine Runde weiterspielen für eine goldene Münze, möchtest du nicht deinen Freunden auf Facebook Bescheid sagen, wie toll du bist im Spiel. Hat man alles nicht. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Die schaltet man nach und nach frei, wenn man 4000 Meter schafft. Dann kommt man in zwei weitere Spielmodi, zum Beispiel in den Void-Modus. Da ist es dunkel, wie ihr hier seht. Ja, es gibt nur so eine ganz schwache Beleuchtung. Und das ist wirklich hart. Deswegen sind wir jetzt hier auch sehr, sehr früh gescheitert. Aber man kann auch weiterkommen. Wir zeigen euch das einfach mal. Denn auch das macht mächtig Laune. Schauen wir mal, ob wir hier einen guten Run erwischen. Ich würde sagen, ich lasse euch kurz mit den Soundeffekten und der Grafik alleine und melde mich dann ganz am Ende nochmal, um einen Blick in die Einstellungen zu werfen. Boah, also ich finde, das war schon gar nicht so schlecht. 2850 Meter muss man knacken. Schnell der Blick in die Einstellungen. Wie gesagt, hier kann man verschiedene Grafikeffekte noch ausstellen und die Steuerung invertieren. Laune kostet 1,79, macht wirklich, wirklich Laune, wenn ihr auf Endless Runner steht. Hier gibt es keinen doppelten Boden, schlagt also zu.